willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist Alexis. Und ja, ich habe das Lernen wie in meinem letzten Video an. Hat aber einen Grund, ich drehe gerade hintereinander. Denn heute geht es um ein interessantes Thema für die meisten anscheinend. Und zwar das Föhnen der Locken, Diffusing. Ich wurde echt schon so oft gefragt, wie ich meine Haare trockne, wie ich die föhne. Jedoch ist mir aufgefallen, ich habe Fehler gemacht, Leute. Ich habe viele Fehler gemacht beim Föhnen. Ich bin auf ein Video gestoßen und zwar verlinke ich das auf jeden Fall in dem Video. Und zwar heißt das 4 Curly Hair Diffusing Mistakes that Everyone Makes plus How to Fix Them. Hier. Verlinke ich. Props to her. Sie hat mich drauf gebracht, also ich habe diese Technik nicht erfunden. Also Mains by Mel, abonnieren. Oh, mache ich jetzt auch. Es geht darum, dass ich persönlich früher komplett es falsch gemacht habe. Und zwar meine normale Föhntechnik war, ne? Haare über Kopf und von unten anfangen zu föhnen und dann fertig. Und ich war immer unzufrieden, weil das sah komisch aus. Wenn ihr euch das Video anguckt, werdet ihr auch sehen, sie zeigt auch die Unterschiede mit dem Föhnen, wie es halt die meisten machen und ihre Technik. Man sieht das und ich hatte komplett dieselben Probleme, wie sie da aufzeigt. Und zwar waren meine Spitzen immer zuerst trocken als mein Ansatz. Das heißt, am Ende war der Ansatz auch super frizzig. Während die Spitzen halt am Aushängen waren, die Locken waren nicht so schön. Viele waren auch höher gezogen als andere. Und das komplette Ergebnis war einfach nie so ganz stimmig. Jedenfalls, seit geraumer Zeit jetzt föhne ich nach ihrer Technik und es hat man ihn verändert. Da ich ja blondierte Haare habe, trocknen die unteren Teile sowieso total schnell. Also es trocknet so schnell. Und deswegen liegt der Fokus bei ihrer Methode auf der Kopfhaut. Ich habe natürlich mitgefilmt, wie ich meine Haare diffuse. Ich rutsche mal ein bisschen zur Seite. Und wir beginnen. So, meine Haare sind komplett nass, wie man sieht. Und genau, im Fokus steht, dass man den Kopf viel bewegt und nicht nur in einer Position die Haare füllt. Und wie gesagt, nicht in die Länge anfangen, sondern zuerst sich auf, wie heißt das, den Ansatz konzentriert. Genau, das heißt, ich gehe erst mit dem über Kopf. Fülle den Ansatz, ein bisschen verweile dort und dann gehe ich zur Seite und dann gerade, weil natürlich auch so und auf die andere Seite und ich weiß, ob ihr bemerkt habt, ich berühre nicht meinen Ansatz, also die Haare. Ich föhne sozusagen nur oben drüber. Das ist fast wie wenn man jetzt, keine Ahnung, an der Luft trocknen würde, nur halt mit ein bisschen mehr Power und mehr Hitze. Ja, ich benutze ja auch immer die Einstellung Medium Heat, aber volle Stärke. Ja. Und das mache ich eigentlich eine ganze Zeit. Ich gehe sozusagen so im Kreis und föhne meine Haare. So, ja. I know you see it, girl. This ain't sitting real good in my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart. I don't know the tribe or the fall, but by default she don't think of me. I thought she was an Indian. She be slanging things like a simian. All my life I wanted me an Indian. Now she's far away, but I had to know. Listen. Und dann, wenn ich irgendwann ein bisschen ungeduldig wäre, weil ich werde halt echt schnell ungeduldig, dann berühre ich auch schon die Kopfhaut. Also ich gehe mit dem Diffuser, das ist so der Diffuser, gehe ich auch ein bisschen rein und mache dasselbe dann nochmal wie vorher, aber ich berühre jetzt schon. Manchmal bewege ich es ein bisschen, aber nicht zu viel, weil wir wollen ja nicht so viel Frizz. Obwohl ich muss sagen, ich persönlich habe kein Problem mit Frizz. Wirklich nicht so. Kein Problem. Hauptsache Volume. All my life I wanted me an Indian. Ooh, girl, let me in. In the street with a wedding ring. Ja, und dann erst, wenn mein Ansatz trocken ist oder wirklich
oder es mir so vorkommt, als wenn er schon fast trocken wäre, erst dann gehe ich in die Spitzen mit dem Föhn, was eigentlich schon fast unnötig ist, weil meine Spitzen dann meistens schon trocken sind. Also während ich meinen Ansatz föhne, trocknen die unteren Haare alleine, weil die halt so blondiert, tot ausgedünnt sind. Deswegen muss ich das da nicht machen. Ich mache ein bisschen, weil manchmal gibt es so dickere Klumpen, also Curls, die sich so zusammenklumpen. Und dann, wenn ich halt dann föhne, dann werden die ganz trocken. Ja. Und so föhne ich jetzt. Und seitdem habe ich gleichmäßige Locken. Ich habe weniger Frizz. Mein Ansatz ist schön trocken und meine Spitzen nicht zu trocken. Die locken sich auch schöner. Und ich bin einfach wirklich zufrieden. Von der Dauer her würde ich sagen, ist es wirklich derselbe Zeitaufwand. Wenn nicht sogar weniger. Weil ich eigentlich mich nur auf den Ansatz fokussiere. Ja, aber so oder so, ich hasse Föhnen. Ich mag das wirklich nicht. Wer mag das denn? Also ich föhne wirklich total ungern. Aber Lufttrocknen mag ich auch nicht, weil dann habe ich halt keinen Blumen. Also nicht so platt. Ist halt so. Und natürlich am Ende vom Föhnen benutze ich meinen Diffuser. An dieser Stelle meine ich den Afro-Pick. Sorry. Aber ich warte erstmal, bis meine Haare sich abgekühlt haben, also bis sie nicht mehr so heiß sind. Und ja, dann trinke ich halt ein geliebtes Ananassaft. Ich liebe Ananassaft. Und ja, wenn die dann halt abgekühlt sind, gehe ich mit meinem geliebten Afro-Pick rein. Ich verlinke ihn nach unten. Ich liebe ihn. Ach, ist der Hammer. Habe ich auf Amazon geholt. Zauber ich mir noch ein bisschen Volumen. Ja. Und dann bin ich auch schon fertig. Ich muss mal erwähnen, meine neue Diffusing-Technik. Ich werde jetzt auch immer meine Haare so diffusen. Die von früher ist goodbye. Brauchen wir nicht mehr. Und das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Es hat euch gefallen. Wenn ja, also lasst mir ein Like, dann lasst mir einen Kommentar. Abonniert mich. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Ich bin ein kleiner Channel, supported. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye.